Meine lieben Freunde, wir sind wieder bereit fürs Character-Roulette. Suchen uns heute einen neuen Charakter aus mit einem potenziellen Deck, was wir dann im Casey Cup verwenden. Ich schließe meine Augen und mische so ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob ich... Oh, ich habe irgendwo daneben geklickt. Okay, wir probieren es nochmal. Yami Bakura. Ich glaube nicht, dass ich auf Bakura irgendein Deck habe. Nope. Bakura ist tatsächlich ein Charakter, der nie gespielt wurde, ne? Der hat keine einzige Fähigkeit irgendwie... Wobei, stimmt nicht, Sorg, dunkler Meister. Ich glaube, der hatte mal so ein Ritualdeck. Okay, probieren wir es einfach nochmal. Oh, okay. Yuma und die Gagagas. Interesting. Was ist bei dem Gagaga-Deck hier mittlerweile falsch? Ah, Hatronate. Okay. Hatronate war da drin und das hat ihn scheinbar nicht geschmeckt. Kann man allerdings immer noch verwenden, right? Dann haben wir hier noch ein Fixstern-Deck, was zu wenig Karten hat, was ich wahrscheinlich nie beendet habe. Und dann haben wir hier noch ein Xyz-Deck, was absoluter Ultra-Garbage ist. Uff, Bruder. Gut, dann probieren wir es mal mit diesem Deck hier. Ne? Probieren wir es mit diesem Deck in den Casey Cup rein. Hier haben wir noch einiges geschenkt bekommen, ne? Uiuiuiui. Alter, ich habe sehr viele von diesen Dingern. Komm, wir pullen nochmal. Wir machen das nachher, weil dann haben wir safe nochmal einen 10-Pull. So. Jetzt aber, meine Freunde, geht es ab in den Casey Cup. Mit den Dododo, Gagaga, Gugugu, Bababa Monstern. Ich weiß absolut nicht mehr, wie man dieses Deck spielt. Gar keinen Plan mehr, aber das ist doch immer eine schöne Sache, wenn man in ein Weltmeisterschaftsformat reingeht und nicht mal sein eigenes Deck kennt. So. Zum Glück sind wir auf D-Level 8. Ich glaube, wir gehen first. Ja. Bin mir nicht sicher, wie ich darüber fühlen soll. So, wir haben den Herbeirufer und wir haben den Gagaga-Umhang. Ich glaube, der konnte irgendwas mit Special summonen. Monster in deinem Friedhof wählen, außer Herbeirufer, Beschwörer als Spezialbeschwörung. Du kannst es nicht rest, dann spielen. Okay. Alright. Falls es. Okay. Das heißt, vom Friedhof. Außer Umhang, solange sich diese Karte in deiner Hand befindet, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung verwenden. Beschwören. Okay. Dann machen wir das. Dann machen wir das einfach. Wir tun das einfach. Bereit für den Sieg. Kann verwendet werden, falls du zwei oder mehr Monster an gleichen Stufe kontrollierst. Erhöhe die ATK von Xyz-Monstern. Nope. We ain't doing that shit. Ich weiß nicht, was die Sünde kann. Aber das soll ein ziemlich gutes Monster sein, was praktisch jeder mittlerweile spielt. Ne? Deswegen... Schlimme Sünde. Und das passt. Du kannst ein Xyz-Material abhängen und dann ein Monster wählen, was dein Gegner kontrolliert. Verbanne es bis zur nächsten Standby-Phase deines Gegners. Am Ende des Damage-Steps, falls diese Karte angegriffen hat, du kannst diese Karte 300 Artikel erhalten lassen. Und falls du dies tust, erhöhe ihren Rang um 3. Aha, okay. What a learn, you little bastard. So, wenn ich dann Edler Ritter Speer Polymorphisation ein Deck hinzufügen. Okay, mach mal. Mach mal. Ein edler Speerträger und ein oder eine Polymerisation. Okay. Blumenritter. Du willst den Spielzug beenden? Are you nuts? Okay.
Falls der Gegner ein Monster kontrolliert und du keine Monster kontrollieren kannst, die Karte hast. Bist du aber schon? Okay, was haben wir hier? Die Karte zum Beispiel, wie was? Oder du von deiner Hand Verteidigungsposition beschwören. Okay. Zusätzlich für den Rest des Spielzugs. Okay. Okay. Ist das Game oder? Nicht ganz, ne? Nee. Wegen 100 LP, AP, doch, LP nicht. Okay. Well, too bad. Ja, kriegt jetzt Angriff, ne? Yes, okay. Und das Ding ist verbannt jetzt. Er kann halt immer noch einen Drachen holen, ne? Er kann halt immer noch einen Drachen holen, aber ich habe noch eine teuflische Kette und kann ihn verbannen. Was? Was? Oh no. Hat er etwa gebrickt oder was ist da los gerade? Oh Mann, ey. Stay focused, Juma. Don't worry, go. I attack with my monster. Ja, jetzt kriegt er nicht mal mehr mit seinem Drachen das Matchup. Schade, ich habe mich gefreut, weil wir haben ja diese Session mit diesem Deck begonnen, mit dem Ancient Gear Deck. Nur kenne ich diese Karte mit diesem Pferd überhaupt nicht. Und ich habe mich gefreut, vielleicht mal eine andere Variante des Ancient Gear, vielleicht eine modernere Variante des Ancient Gear Decks zu sehen. Was ich bisher noch nicht kenne. Aber leider war das die einzige Karte, die wir gesehen haben im gesamten Duell. Naja. Gut. Wir gehen weiter auf unserem Weg. Und haben einen Yusei Fudo aus Tunesien. A.K.A. Baha Falcon. So, Zeichen des Drachenkopfs. Interesting. Oh Gott, Alter. Gaga-Kopf. Falls dein Gegner ein Monster kontrolliert, kannst du diese Karte als Normalbeschwörung als Monster der Stufe 4 Beschwörung ohne Tribut anzubieten. Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, du kannst ein bis zu zwei Gaga-Monster in deinem Friedhof wählen, außer der Kopf. Beschwöre es als Spezialbeschwörung. Zusätzlich kannst du für den Rest des Spielzugs keine Monster spezial beschwören. Okay, außer Xyz wahrscheinlich. Gut. Während der Main Phase, du kannst ein zu Babababagagagogogo als Monster als Spezialbeschwörung von deiner Hand in die Verteidigungsposition beschwören. Zusätzlich kann für den Rest keine Monster als Spezialbeschwörung von Extra Decks beschworen werden. Außer Xyz Monster. Okay. Und der Boncho kann diese Karte als Spezialbeschwörung beschwören. Was zum Teufel ist das? Dododo ziehen. Lege ein Dododo-Monster von deiner Hand auf offenen Spielzug. Zwei. Okay. Ich würde sagen. Oh, shit. Das wollte ich nicht. Ich wollte. Das war genau die eine Karte, die ich spielen wollte, aber okay. Einmal. Wenn er Friedhof wählen. Oh, warte mal. Das war gar nicht schlecht. Denn jetzt kann ich ihn hier holen. Okay. Warum kann ich nur den jetzt beschwören? What the hell? Warum kann ich die Spinne nicht holen? Okay.
Alright, dann machen wir es eben so. Wir opfern ein Material, damit wir zweimal angreifen können. Und tun den... Okay. Da ist sogar noch ein Effekt. Ja gut, dann ist es dann Game, ne? Außer er hat noch irgendwie was. Alright. Boom. Let's go. Alter, was eine Combo. Ich weiß selbst nicht, was ich mit diesen Karten mache, ne? We learn on the go. Manchmal klappt's, manchmal leider nicht. Aber so ist das Leben. Hier im Reich der Freundschaft. So. Interesting. Das war eine sehr interessante Combo. 2900 mit zwei Angriffen. Ha. Huh. Bitter wäre natürlich eine Drowning gewesen, aber... Crow Hogan? Oh. Ich hoffe. Ja, wir gehen second. Let's go. Das haben wir eigentlich schon gewonnen. Falls er Blackwing spielt. Und ich glaube, er spielt es. Oder? Ja. Das wird sehr schwierig jetzt. Das Ding ist, mit jedem anderen Deck könnte ich ihn kleppen. Mit dem weiß ich nicht mal, was ich mache. Von daher ist es immer noch schwierig zu gewinnen, ne? So, komm, Raikiri. Nee, was? Waffenmeister? Hä? Okay. Wobei, Raikiri konnte ja gar nicht machen, ne? Okay. Genau, Monster kontrollieren. Okay. Von einer Hand beschwören. Okay. Kopf kann ich normal beschwören. Den Bancho kann ich beschwören. Okay, dann beschwören wir mal den hier. Special. Den hier nochmal. Arbarbiert. Aktivieren bereit für den Sieg, weil wir genau das sind. Und jetzt können wir wieder alles auswählen, ne? Das ist weird. Beim letzten Mal konnten wir das nicht. Gut, will ich mit ihm hier zweimal angreifen und für den Kill gehen? Ich glaube ja. Ich glaube, wir gehen für den Kill. Right, boys? Wir haben nämlich genau 100 ATK mehr. Und das ist Game. Und damit gewinnen wir einfach wieder. Alter, what the fuck? Das ist halt wieder das ist halt wieder nur Samurai, ne? Das ist eigentlich nicht mal ein richtiges Deck, Mann, was wir gerade spielen. Das ist einfach nur, weil der Gegner gerade irgendwie nichts hat, um einen Attack zu denken. Das ist super weird. Eigentlich dürften wir das niemals so einfach gewinnen. Enter Barbie. Okay, next one. Ein Yami-Yugi aus Japan. Oh, beziehungsweise ein Leo aus Japan. Und schon wieder second. Eieieiei. Wir haben eine Winning Streak von 3. Da verliere ich gerne mal. Oder auch nach 15. So, jetzt bin ich gespannt. Wir haben Karten gezogen, die wir noch kein einziges Mal davor hatten. Ich würde gerne noch was anderes. Ich würde gerne einen Boncho ziehen oder so. Mit Boncho fühle ich mich immer sicher. Einigermaßen. Mm-mm-mm-mm.
Okay. Gut, Moment, Gagaga Blitz. Eine Karte auf dem Spielfeld, zerstöre sie. So, wir aktivieren auf jeden Fall als erstes schon mal Raum Typhoon und zerstören, was auch immer das hier ist. Aufschwärmen. Oh, okay. So, Dodo, ne? Dodo. Der zählt halt als alles. Damit können wir halt so ein bisschen die Engine ins Laufen, ins Rollen kriegen. Aber. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den utopischen, ne? Den Dude hier weghauen wollen. Was okay ist, I guess. Wir holen ihn hier ohne Tribut, aktivieren seinen Effekt. Oh. Oh shit, okay. Automatopia. Aktivieren Gagaga Blitz. Und noch ein. Oh Bruder, das ist so ein OTK-Deck. Was ist das denn für ein Deck wieder? Er denkt sich halt, ha, ist halt nicht lethal. Aber doch, Bro, ist halt lethal. Ist halt einfach lethal, Bro. Oh my goodness, bruh. Oh my goodness. Disgusting! Ja, er denkt, er überlebt, aber nein, er überlebt nicht. Bam. Alter Schwede, dieses Deck, Mann. Weck. Und again, es ist immer der Samurai. Ich mache nichts anderes, außer den Samurai holen. Und ja, mit den Gagaga Blitzen und so, ne, mit dem Typhoon habe ich 3 Karten vom Spielfeld weggehauen. Das ist einfach disgusting. So. Wir kriegen nochmal ein paar Gems. Gehen jetzt in den Laden rein und hoffen, dass wir diesmal tatsächlich mal eine SR bekommen. Beim letzten Mal haben wir 2 Ten-Pulls gemacht und wir haben nichts bekommen, außer dem Ding hier, was ganz okay ist, I guess. Komm, gib mir beides. Gib mir Stimmen und gib mir den roten, blutroten Resonator. Dann sind wir zufrieden, dann müssen wir das Pack hier nicht mehr öffnen. Come on, boys! Gib mal, gönn mal, was Gutes. Nicht mal eine SR, nicht eine einzige, oder wie? Üff, Digga, üff. Üff, Junge, komm. Shit. Shit, Bro. Wieder eine richtige Useless-Karte, ey. Uff. So, okay. Die haben wir jetzt auch 2-mal. Schön, dass wir darüber geredet haben. 3 haben wir aber noch. Oh! Oh, no. Never mind. Komm, bitte. Bitte! No! Nur Trash, guys. Wir haben nichts von dem bekommen, was wir wollten. Aber ist okay. Wir haben noch 65. Ne, und dann irgendwann muss der Lachs dabei sein. Ey, das ist echt beeindruckend. Wir haben 2 SR-Karten rausgezogen. Und wir haben irgendwie ein Drittel vom Dingens weg, ne? Insane. Freunde, das war's wieder für heute. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir Deckvorschläge in die Kommentare. Und mit was ihr gerade am Casey Cup teilnehmt. Das würde mich mal krass interessieren, was momentan so gespielt wird unter meinen Zuschauern. Vielleicht lasse ich mich da so ein bisschen inspirieren von euch. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Haut rein und bis dann. Bye!